Dann treffen wir uns am Airstrip. Vorm Airstrip, da ist unten so ein kleiner Pier. Hast du den gesehen? Ja. Wollen wir uns das da können treffen? wir gerne machen, ja. Sehr gut. Wie weit bist du noch ungefähr entfernt? Tja. Tja. Ich könnte gleich nach Komarovo kommen. Das dürfte dann nicht mehr so weit entfernt sein. Allerdings sehe ich das nicht. Ach da ist auch eine kleine Polizeistation. Ich würde sagen, wir sind ungefähr gleich weit entfernt. Ja, das kommt gut hin. Da vorne sehe ich ein Städtchen. Das hier könnte der Hafen sein. Ja, das ist der Hafen. Okay. Will ich in das Hafengebäude da rein? Nein. Ich gehe lieber in die Stadt. Habe ich dir schon erzählt, was mit meinem Auto passiert? Nein. Mir ist einer an die Seite gefahren. Was? Ach, deswegen der Dings bei Skype, da die Anmerkung. Ja. Hm. Das war genauso wie bei meinem ersten Unfall. Und zwar, ich möchte gerne abbiegen. Ich habe Vorfahrt. Gucke, ob jemand kommt. Und dann kommt von der Seite einfach einer und fährt wieder rein. Überraschung. Ja. Okay, beim ersten konnte ich es mir... Hatte ich gedacht, okay, weil der war auf einem Auge blind, der hat das wahrscheinlich nicht gesehen. Der dürfte auch eigentlich nicht mehr Auto fahren, aber der wollte halt nur seine Frau vom Friseur abholen. Ach ja. Das war so ein alter Opi. Fordere ein TÜV für Menschen. Irgendwie tat er mir leid. Und der jetzige, war, ich schätze mal, der war so Mitte 50 ungefähr. Und ein Russe. Jetzt nicht, dass ich rassistisch bin oder so, aber es gibt ja sehr viele Videos auf YouTube, die ich weiß, was Osteuropäer Auto fahren. Frontal crasht das Auto, eigentlich total schrottreif. Liegt da, packen wir wieder zusammen, fahren mal weiter. Ich weiß nicht, wie das passieren kann. Dass man da einfach reinfährt. Das ist so eine Sache, weißt du? Oh Mann. Auf jeden Fall, die Reparatur wird dieses Jahr nicht mehr vollzogen. Weil kein Termin mehr in der Werkstatt bekommen oder ist zu teuer? Nee, weil. Die Versicherung. Nee. Zahl die Versicherung, genau. Nee, aber da müssen Teile bestellt werden und wahrscheinlich wird das eine Teil bis Silvester wollte ich gerade sagen, bis Weihnachten nicht ankommen. Und deswegen, also ich kann doch damit rumfahren, es ist halt nur die Tür, die kaputt ist, die hintere. Ja, und deswegen darf ich damit noch ein bisschen rumfahren. Und, ja. Naja, hintere Tür ist ja halb so wild. Ja. Nur, dass sie oben irgendwie einen halben bis Zentimeter absteht, ist mir heute mal aufgefallen. Aber dicht ist sie noch. Gut, dann gut. Wäre scheiße, wenn es reinregnet. Ja. So, aber ich war in der Polizei. So, ich bin ja, glaube ich, jetzt ziemlich nah. An dem Airfield. Das ist mir ziemlich gefährlich hier. Spring doch, Tropper! Ja, ich weiß, du trägst einen Verkammer und der ist spät. Gerade eben hat's auch. Macht er nicht mehr. Mein Charakter will nicht mehr springen. Meiner tut. Das ist schön. So, nächster Bahnhof. Ja, das ist Komarovo. Komarovo. Komarüber? Komarüber nach Komarovo. Steht ein Auto im Sumpf. Allgemein bleiben. Oh ne, nicht durch den Sumpf hier, sumpfen. So, dann bist du doch eine wieder mit Binanz. Ich wollte eigentlich eben gerade sagen, ich glaube, das hat sich wieder ein bisschen gebessert mit der Verbindung, aber irgendwie ist es jetzt gerade wieder am Abkacken alles. So. Hä? Hier steht ein Panther.
Ach, ein Panzer. Ja, ich begrüße. Zar einfach nur verstanden. Ein Zar. Ein Zar, und da habe ich gedacht, ein Blitzer, aber das macht ja keinen Sinn. Ja, wenn es hier jetzt Autos gibt. Wie kann man bitte denn den in den Morast reinfahren? Mann, Mann, Mann. Ja, so wie Leute mir einfach in die Tür reinfahren. Ja, genau. Vor allem, also beim ersten Unfall, da stand ich da. Ich stand an der Kreuzung und habe geguckt, ob da ein Auto kommt. Und beim zweiten Unfall war ich ungefähr mit 20 km/h unterwegs. Airbags aufgegangen? Was? Die Airbags aufgegangen? Nee, da wäre ja sowieso total Schaden. Hatte ein Kollege von mir mal auch, der Tuner-Zeit, so Fast and Furious, kennst du? Ja. Das ist tiefer ging, dass er am Kanaldeckel hängen geblieben. Alter. Schönen Airbag raus. Wo bin ich denn jetzt hier? Was ist das denn? Ein Häuschen im Sumpf. Ich sehe schon mal den Pier. Weil das ist, glaube ich, der falsche. Das ist der erste. Ich muss aber an den zweiten. Ich sehe einen Pier. Und einen Zombie. Nee, das müsste der Pier sein. Das müsste der sein. Bei Kamarovo ist ein Pier. Und bei Balota an dem ersten Schiff. Ich muss mich verbinden und dann muss ich. Oh je, mein Leg is painful. Der Arm ist extremely painful. Oh, also mein Leg ist auch painful. Aber das kommt nur mal so alle paar Minuten auf. Deswegen wäre es ganz gut, wenn ich meine Axt finden würde. Ja, dann wäre. Ja, das mit dem Grafikmenü haben sie immer noch nicht hingekriegt. Oh, könnte ich vielleicht auch mal machen. Ja. Unfassbar. So, hier ist ein Pier. Mit einer Grau. Mit einer Grau? Grauen Hütte. Ja, okay. Da, ich sehe auch eine graue Hütte. Ich habe übrigens eine gelbe Regenjacke an und einen Cowboy. Ich habe eine rote Regenjacke an. Also ich glaube, ich bin erst bei. Da wollte man treffen. Bei Lothar. Ich bin in der Nähe vom. Ich bin am Pier. Hab dich gerade leider nicht verstanden. Ich habe sie nicht verstanden. Bitte wiederholen Sie. Ich bin in der Nähe vom Bahnhof und am Pier. Okay. Jo, das ist der, glaube ich. Hattest du mich vorhin weggedrückt? Beim ersten Mal? Wie? Gedrückt? Bei Skype? Ich hatte dich ja angerufen. Ja, ich habe abgehoben und habe dich dann weggedrückt. Okay, weil dann kam nämlich so eine Durchsage von wegen, dass der Gesprächspartner gerade nicht irgendwie da ist und dass ich nach dem Ton was irgendwie sprechen soll. Super, jetzt bin ich hier drin. Ich krieg die Tür nicht zu. Du bist in der Scheune. Ich bin dem grauen Dings und krieg die Tür nicht zu. Du hast eben gerade eine aufgemacht? Ja. Okay, ich stehe direkt davor. Krieg's aber nicht mehr zu. Das ist super. Hey! Kriegst du zu? Krieg die Tür nicht zu. So, hast du meinen Rucksack noch? Nö. Okay. Könnte ja sein, dass du einen Rucksack im Rucksack hattest. Wenn ich den noch drin hab, dann wird's mir nicht angezeigt. So, was haben wir denn hier alles so schönes rumliegen? Kompass. Hosen sind wie sie. Was ist das denn? Meine Hosen sind in Ordnung. Oh, ein Fliegerhelm! Hohoho. Hier sind Schuhe. Weiß nicht, ob du. Nee, ich hab Hiking-Boots. Handschuhe sind hier auch. Hab ich auch. Spraydose? Wofür? Weiß ich jetzt nicht. Summer Hunter Pants. So, ich. Ich höre einen Zombie. Ich auch, aber ich bin ja gerüstet. Was ist das hier? Was liegt hier? Munition. ACP. Andersrum. 45.
auch. Ich habe keine Waffe. Der nächste Zombie kann mir meine Pistole an. Cowboy-Hut. Ist das hier? Eine Jacke? Farbe? Okay, gut, dann ja alles soweit. Jawohl, mach das Ding auf. Wo war denn jetzt? Ist bestimmt hinterm Haus. So, ich habe meine Pistole genommen. Ja. Dass ich den erschießen kann, den Zombie. Hab die auch die passende Pistole dazu. Aber gerade, ihr könnt es nicht reinmachen. Da kommt einer. Klick, klick. Voll, I can feel blood. Blood. So, ich muss. Hast du Rags? Ja, ich hab noch Rags dabei. Das ist blöd. Warum geht es da? Warum? Munition nicht. Achso, ich brauche eine Pistole, klar. Das ist logisch. Oder? Klingt logisch. Ich verstehe dich. Hallo? Nicht. Oh, du hörst mich. Hier noch okay. Ha? Kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Sehr schön. Ich habe gesagt, ich. Das ja. Ja, ich brauche eine. Das Magazin für. So funktioniert die ja natürlich nicht. Was natürlich. Eine was? Ein Magazin für meine Pistole. Ah, okay. Es ist sehr anstrengend. Reality. Ja, es. Das ist richtig. Kann ich die da nicht? Das ist nicht fit in sehr. Nee. Geht nicht, okay, also. Ein Gewehr. Ich aber sonst nichts. Kann mal versuchen. Du kannst. Hören. Guck mal, Baumstumpf. Du hörst mich nicht. Nein! Du bist total abgehackt. Lüg. Du hörst mich. Nicht durchgehend, aber du hörst mich. Ja. Wenn ich dich nicht hören würde, würde ich wieder rumsingen. Okay, ist ein gutes Zeichen für mich, wenn du jetzt irgendwo fängst zu singen. Nicht mehr. Was? Sprich mal langsam. Okay. Ja? Das hast schon. Okay, es macht es nicht besser. Was machst du denn hier? Wo läufst du hin? Ich wollte zum Zombie. Wow, wo bist du hin? Wah! 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 Was ist hier? Wah! Ich glaube, ich habe ein Problem mit der Internetleitung. Ich glaube auch. Jetzt hörst du mich wieder, war ja klar. Menge Zombies. Ja, Zombies. Ich bin hier rumgeworfen und weiß nicht, ich werde vom Zombie verfolgt. Ja, ich bin auch hier eben gerade aber rumgetingelt. Und mein Charakter nimmt weder. Ah, jetzt nimmt er die Waffe auf. Oh Mann. Ich glaube, jetzt hat sich der Server wieder gefangen. Ja, es wurde auch ganz viele eben gekickt, glaube ich. I think my arm is broken. Ja, super. My arm extreme pain. Und ich blute und ach was ich. My clothes are damp with blood. Ich glaube, ich habe dich gesehen. Und du läufst jetzt in eine Scheune rein, ne? Ja. Wenn du aus der Scheune rauskommst, ist rechts von dir ist ein Zaun. Hinten dran. Ja. Und ich hab einen Bruch. Oh. Ein Bruch hast ja. Du? Ja. Also, irgendwas ist tatsächlich gebrochen. Mein Bein. Das heißt, du kannst nur rumkriechen. Ich kann auch humpeln. Humpeln? Humpeln, ja. Wir könnten wirklich mal eine Axt oder sowas gebrauchen, ne? Ja. Ja, für humpeln bist du aber ganz schön schnell. Ja, so. Ja. Kann ich auch noch rennen? Ich kann auch noch rennen. My leg is painful. Das ist ein Ruck.
Rucksack? Ja. Oh, ein Rucksack. Rucksack für die Jungs. Achso. Ich hab mein Buch nicht im Bein, sondern im Arm, stell ich gerade fest. Achso. Schlaghammer. Auf dem Stuhl. Wer legt bitte einen Vorschlaghammer auf den Stuhl?